Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dragon Age Inquisition. Wie versprochen, wir sind in Helven. Wir gehen jetzt erstmal schnurstracks zum Kartentisch. Um dort einmal die Quest von Cullen abzuholen, sozusagen. Der Erbauer sei mit euch. Ach, wir haben ja auch noch Mutter Giselle. Die habe ich ja voll vergessen. Ich werde diese Verletzungsberichte Forscherin Minave übergeben. Genau, ich wollte einmal zu Apotheke Forscherin Minave. Adan wüsste gerne, wann ihr ihm wohl die Materialien bereitstellen könntet, die er braucht. Ich hatte Adan gebeten, uns nicht zu hetzen. Dämonenessenz ist gefährlich. Tut okay, mehr können wir nicht abgeben. Nein, schon gut. Sagt ihm einfach, dass wir... wie wir können. Normalerweise gibt es dafür Erfahrung. Warum jetzt nicht, weiß ich nicht. Kind. Aber wir wollten zum Kartentisch. Für seine Eltern ebenso wie für den Erbauer. Kommandant Cullen, dank der Wachtürme waren wir vor Angriffen der Dämonen und Banditen vorgewarnt. Das Gebiet ist jetzt sowohl für die Flüchtlinge als auch für die Bauern, die von ihren nahegelegenen Feldern geflohen waren, deutlich sicherer. Vielen Dank für eure Hilfe, Sir. Es ist gut zu wissen, dass die Inquisition bereit ist, ein wenig Zeit zu opfern, um diesen Leuten zu helfen. Corporal Vale. So, wir müssten Bronn einmal Bescheid geben. Ich glaube, das machen wir auch ganz kurz, damit das einfach abgeschlossen ist. Ich mag sowas, wenn es dann halt erledigt ist. Ich bin da so jemand, der braucht das. Oh, Cassandra und Dings. Dann einmal schnell zu Bronn. Huch. Da war, da kann man die Gruppe wechseln, da bin ich wohl raufgekommen. Und dann können wir Meister Dennett auch Bescheid sagen, dass die Felder wieder gesichert sind, sozusagen. Alle Aufgaben abgeschlossen. Wenn sich diese Flüchtlinge selbst schützen wollen, brauchen sie auch vernünftige Verteidigungsanlagen. Ich hätte da die eine oder andere Idee. Ich bin eurer Empfehlung gefolgt und habe in den entsprechenden Gebieten Wachtürme errichtet. Gut gemacht. So werden sowohl eure Flüchtlinge als auch unsere Bauern gewarnt sein, wenn das nächste Mal Ärger droht. Ich werde mit dem Meister sprechen und veranlassen, dass eure Leute an der Wegkreuzung Waffen erhalten. Schutz der Felder abgeschlossen. So, jetzt müssen wir nur noch Dennett überzeugen. Elena sagt, ihr hättet euch um diese verfluchten Dämonenwölfe gekümmert. Jetzt sollte es für unsere Bauern wieder sicherer sein. Ihr habt euren Teil der Abmachung erfüllt, Inquisition. Meine gesamte Herde gehört euch. Gemeinsam mit ein paar guten Leuten, die sich um sie kümmern. Genau, wir wollen ihn haben für die Inquisition. Er ist halt der beste Stallmeister. Ihr habt der Inquisition eure Stallburschen und Pferde überlassen. Was ist mit euch? Naja, ihr habt hier ordentlich aufgeräumt. Und ich kann nicht behaupten, es würde mich nicht reizen. Trotzdem fühlt es sich falsch an, mein Land zu verlassen und wieder Stallmeister zu spielen. Das lassen wir Cassandra mal machen. Seid ihr ein Anhänger Andrastes? Das hier ist eine Glaubensangelegenheit. Der Erbauer würde wollen, dass die Besten sich uns anschließen. Ich habe schon viel über euch Leute gehört. Kann aber nicht behaupten, dass mich eure Sache interessieren würde. Na schön, Inquisition. Ich kümmere mich selbst um eure Pferde. Keiner soll sagen können, Radcliffe hätte nicht seine besten Leute geschickt. Lasst mich hier nur noch ein paar Dinge klären und mich von meiner Frau verabschieden. Wir sehen uns dann in Haven. Sehr schön.
werde für die Inquisition abgeschlossen. Einfluss haben wir ganz viel bekommen. Das heißt, der nächste Inquisitionsbonus ist uns sicher. Und ein neues Emissär ist da. So, wir gehen wieder zurück nach Haven. Das wollte ich nur noch abschließen, weil das halt sozusagen das Gebiet für mich immer abschließt. Und dann gehen wir jetzt erstmal zu Edan, beziehungsweise ein paar Tränke aufwerten. Ganz kurz mal so ein bisschen das Inventar durchgucken. Wir haben ja auch einen Bauplan für Bianca bekommen. Müssten wir mal schauen, ob wir den schon haben oder noch nicht. Seid mir gegrüßt, Herold Andrastes. Danke. Ich will einmal was, das sehen wir hier gar nicht. Okay. Ich wollte was im Tagebuch nachgucken. Dann müssen wir das aber mal auf dem Kartentisch nachschauen. Aber erstmal hier hin. Tränke aufwerten. Heiltrank. Heilung erhöhen. 29 Elfenwurzel, ein Dämmerlotus. Haben wir alles. Also einmal das. Und da hätte ich gerne... Komm, wir machen beides. Dauer erhöhen und Heilung erhöhen. Jetzt haben wir schon mal das erhöht. Lyriumtrank benutze ich kaum. Dafür brauchen wir auch noch Schwarzlotus. Also geht das noch gar nicht. Ach, Elixiere. Wir haben doch hier auch neue Sachen gefunden, ne? Elixierer Steinrüstung. Gewährt euch 30 Sekunden lang einen Bonus auf... Von plus 12 auf Rüstungswert. Klingt irgendwie gerade nicht so stark. Dann füllen wir einfach nur mal Tränke auf. Ja, hier, Sir. Alle wieder. Mit den besten Wünschen von Sagred, Sir. Ja, und ihr seht, wenn man die Tränke aufwerten will, kostet das ganz schön Geld. Wenigstens haben wir jetzt Inquisitionstruppen in Redcliffe, die den Leuten dort wirklich helfen. Dann laufe ich einmal runter zum Schmied, das mache ich immer so. Da gucke ich dann in Ruhe immer alles durch. Und wenn was gemacht werden muss, mache ich es halt direkt. Herr Bauer, ob schon mich die Finsternis umhüllt, werde ich das Licht mehr. Hast du die Pferde gesehen, die Meister Dennett der Inquisition geschickt hat? So, Inventar. Das kriegt Cassandra nicht, das weiß ich. So, lass einmal vergleichen. Wir könnten alles abbauen und hier drauf bauen. Können die beiden mal weg. Unglaublich. Aufwertung entfernen, beide. Oh, einmal den Griff drauf. Ja, möchte ich übernehmen. Dann kriegt Solas einmal den Stab. Der ist nämlich jetzt besser. Ja, ist so in Ordnung. Die ganzen Dolche brauchen wir nicht. Auch nicht. Ein verstärkter Schild. Ach, hat sie schon. Okay. Rüstung. Helm der Marschen. Ich habe noch einen Templerhelm auf. Na dann. Schülerpanzerung. Und Konstitution, das braucht er ja nicht wirklich. Dann zieht er mal lieber die Schülerpanzerung an. Achso, er hat ja den Katerharnisch. Da ging das selbstgebaute Stinken die natürlich total ab. So, Accessoires. Sprengfeuergürtel brauche ich nicht.
Komm, wir nehmen mal den Gürtel der Feuerresistenz. Ring des Flankenangriffes. Das ist doch was für einen Schurken. Oh. Nein, oh Mann. Da. Ich bin zu schnell. So, wir verkaufen mal ganz kurz den Krempel. Und ich möchte mir einmal kurz Bianca angucken. Bianca Bogen 1. Wir hatten, glaube ich, auch nur den Plan dafür bekommen. Verbessert sogar. Okay, nee, wir nehmen natürlich den verbesserten Bogen. Okay, gibt alles plus 17, dann gibt es Eisen. Und wir können nur Hundsleder nehmen oder Widderleder. Ist im Prinzip das gleiche. Dann nehmen wir Hundsleder. Und sehr schön. Genau, packen wir nämlich direkt auf Bianca drauf. Aber der gibt plus... Ja, plus 17 Schaden ist schon, glaube ich, besser als nochmal den Buff auf den kritischen Schaden. Huch, ich wollte ins Inventar. Du kommst zu den Wertgegenständen. Werden wir jetzt nicht verkaufen, das Inventar ist ja groß genug. Und wir haben noch relativ viel Zeit. Herr Bauer, ob schon mich die Finsternis umhüllt, werde ich das Licht bewahren. Dann werden wir mal kurz zum Kartentisch. Wir haben ja einen Inquisitionsbonus bekommen. Den wollen wir natürlich noch verteilen. Geht in Frieden, Herold Andrastes. Ach, Mutter Giselle haben wir noch. Mit der quatschen wir dann noch den Rest der Folge. Braucht ihr sonst noch etwas, ehrwürdige Mutter? So, Kenntnisse der Unterwelt haben wir ja schon genommen. Hier sehen wir dann auch, die gewitzte Ritz ist ein Emissär für Geheimnisse. Passt ja auch. Tageswissen. Atlasfläschchen. Ich glaube, wir machen erstmal Inventarerweiterung. Genau. Und dann geht's einmal zu Mutter Giselle. Ich grüße euch, Herold Andrastes. Wie steht es um eure Bemühungen, die Bresche zu schließen? Ich tue alles, was in meiner Macht steht. Eine Aufgabe wie das Schließen der Bresche ist eine schwere Bürde. Ich hoffe, ihr tragt sie nicht alleine. Wir erinnern uns an Andraste. Doch sie verkündete den Gesang des Lichts nicht alleine. Sie hatte Generäle, Berater. Und obschon ich weiß, dass es Ketzerei ist, das zu sagen, sie hatte die Hilfe von Scharten dem Elf. Tut alles, was in eurer Macht steht. Aber erinnert euch derer, die euch helfen wollen. Ich bin immer noch nicht der Herold. Ich dachte, ich hätte deutlich gemacht, dass ich nicht der Herold Andrastes bin. Ich verstehe. Glaubt, was ihr wollt. Es gilt, eine Aufgabe zu erledigen. Wenn der Glaube der Leute nichts als ein Werkzeug ist, hoffe ich, dass ihr ihn zu nutzen wisst. Denn falls dem nicht so ist, werden wir alle sterben. Ich für meinen Teil kann nur beten, dass diese Inquisition weniger brutal ist als ihre Vorgängerin. So, wir werden mal ein bisschen nachforschen. Könnt ihr mir etwas über die ursprüngliche Inquisition erzählen? Die ursprüngliche Inquisition wurde nach der ersten Verderbnis gegründet, lange vor der Kirche, wie wir sie kennen. Die Inquisitoren waren Jäger, religiöse Eiferer, die Kultisten und gefährliche Magier aufspürten und töteten. Als Andraste an die Macht kam,
wurde die Inquisition ihr unterstellt. Anstatt jene zu jagen, die Leid über die Welt brachten, verbreiteten die Inquisitoren fortan gewaltsam den Gesang des Lichts. Kein Wunder, dass wir alle nervös machen. Wer hat denn diesen Namen ausgesucht? Die göttliche Justinia selbst. Soweit ich weiß, stieß die Entscheidung nicht auf allzu große Gegenliebe. Nachdem der Gesang des Lichts aber weite Teile der Welt erfüllt hatte, verloren die Eiferer an Bedeutung. Aus den Inquisitoren wurden die Sucher der Wahrheit und schließlich die Templer. Und jetzt wurde die Inquisition erneut gerufen, um die Ordnung wiederherzustellen. Gewaltsam. Wisst ihr, was mich an den ursprünglichen Inquisitoren am meisten beeindruckt? Sie haben blutige Kriege geführt, haben getötet und sind für ihre Sache gestorben. Und als es an der Zeit war, legten sie ihre Schwerter nieder. Vielleicht war der Name die Botschaft der göttlichen Justinia, dass die Inquisition, wenn sie gebraucht wird, gnadenlos zuschlägt. Aber wenn ihre Arbeit getan ist, legt sie ihre Schwerter nieder. Wir versuchen mal diesen Interpretationsweg für uns anzunehmen, weil ansonsten, wir wollen ja an sich nicht brutal sein, aber manchmal erfordern so Ausnahmesituationen doch harte Maßnahmen. Haben wir ja gerade dieses Jahr selbst erlebt. Ja. Wir haben die Leute das, was beim Konklave passiert ist, verarbeitet. Sie haben natürlich Angst. Viele von ihnen haben ihr Zuhause oder Angehörige verloren. Ich denke, viele von ihnen werden erst wieder ruhig schlafen, wenn ihr die Bresche geschlossen habt. Ich habe getan, was ich konnte. Alles Weitere ist Sache der Inquisition. Was wollt ihr sonst noch wissen? Was tut ihr, um diesen Leuten zu helfen? Meine Schwestern und ich haben die Verwundeten behandelt, so gut wir konnten. Einige Flüchtlinge haben Proviant bei sich, andere kommen mit leeren Händen. Ich habe dafür gesorgt, dass alle genug zu essen haben. Abgesehen davon sehnen sich viele einfach nur nach dem vertrauten Klang des Gesangs des Lichts. Und irgendjemand muss diesen armen Teufeln schließlich Trost spenden. Wie geht es den Bewohnern von Haven? Sie haben Angst. Viele von ihnen kamen hierher, weil der Krieg zwischen Magiern und Templern ihre Heimat zerstört hat. In ihren Augen hat der Tod der Göttlichen jede Hoffnung auf Frieden zunichte gemacht. Und dann ist da noch die Bresche. Die Bauern sind von ihren Feldern geflohen. Wenn wir die Ordnung nicht wiederherstellen, könnte halb Thedas verhungern. Habt ihr Informationen über andere Gegenden? Die Flüchtlinge in den Hinterlanden sind verzweifelt. Wenn ihnen niemand hilft, werden Hunger und Krieg viele Opfer fordern. Die Bewohner von Kamwald werden von ihren eigenen Toten belagert und haben uns um Hilfe gebeten. In den Hügeln von Emprise du Lion verschwinden Leute. Vielleicht stecken Dämonen dahinter oder etwas Schlimmeres. Jedenfalls haben sie Angst. Mehr weiß ich auch nicht. Die Zeiten sind in ganz Orlais und Ferelden recht stürmisch. Lebt wohl. Lebt wohl. Nee, noch nicht ganz. Wir wollen nicht noch weiter ausquetschen. So, das haben wir gefragt. Dann die nächste Frage. Wisst ihr, wen die obersten Klerikerinnen zur nächsten Göttlichen wählen werden? Das ist eine schwierige Entscheidung. Alle naheliegenden Kandidatinnen sind mit der göttlichen Justinia beim Konklave gestorben. Die obersten Klerikerinnen fürchten die Inquisition. Sie werden nicht schnell entscheiden und ich fürchte, ihre Entscheidung wird nicht weise sein. Wer auch immer gewählt wird, braucht die Unterstützung der Inquisition. Niemand sonst scheint in der Lage zu sein, die Bresche zu schließen. Als Delisch weiß ich nur wenig über eure Kirche. Könnt ihr mir etwas über sie erzählen? Natürlich. Schließlich sind viel zu viele Leute der Ansicht, der Gesang des Lichts sollte nur von Menschen gesungen werden. Dabei sollte das Wissen des Erbauers und Andrastes doch all jenen offenstehen, die von ihm erfahren möchten. Wir glauben, dass der Erbauer uns erschaffen hat und die sündige Natur der Menschheit dazu führte, dass er sich von uns abwandte. Mit Andrastes Segen wird der Erbauer den Menschen vergeben.
sobald der Gesang des Lichts in jedem Winkel der Welt gesungen wird. Ich tue mich so ein bisschen schwer mit Glauben allgemein. Wisst ihr ja alle wahrscheinlich schon. Ihr guckt mich ja schon länger. Also Giselle scheint eine recht aufgeklärte, offene Persönlichkeit zu sein. Aber ich finde die Kirche halt nicht so prickelnd. Gut, wir quatschen mal weiter über die Kirche. Es gab Forderungen, den Aufstand der Magier mit einem erhabenen Marsch niederzuschlagen. Was habt ihr davon gehalten? Das war törichtes Geschwätz. Ein erhabener Marsch kann nur erfolgreich sein, wenn er den Willen des Volkes vertritt. Und selbst dann darf er nicht leichtfertig erfolgen. Angst haben die Leute schnell einmal. Wir können aber nicht alles zerstören, was sie fürchten. Ein erhabener Marsch ist einzig und allein gegen eine echte Gefahr für die gesamte Welt gerechtfertigt. Es ist ein Affront gegen den Erbauer, ihn als politisches Mittel zu missbrauchen oder unter seinem Deckmantel den Gesang des Lichts zu verbreiten. Ein Jammer, dass Freidenker wie ihr nicht die Stimme erhoben, als ein erhabener Marsch mein Volk vernichtete. Das wird in einigen Kreisen der Kirche heftig diskutiert. Euer Volk hatte Montsimart besetzt und bedrohte Val Royeau. Die Elfen waren keine hilflosen Opfer. Dennoch stellte kein Land außer Orlais Truppen bereit. Es war also wohl kaum ein erhabener Marsch aller Gläubigen. Der Erbauer wünscht, dass sein Wort durch beispielhaftes Verhalten verbreitet wird, nicht durch Kriege. Mit Gewalt gewinnen wir nicht einen Gläubigen. Das stimmt. Welche Einstellung habt ihr bezüglich Magie? Andraste hat es gesagt. Magie muss den Menschen dienen und darf ihn nicht beherrschen. Allerdings muss man diese Aussage in den entsprechenden historischen Kontext setzen. Andraste führte einen Aufstand gegen das Reich von Tevinter an, dessen Magister zur damaligen Zeit weite Teile der Welt kontrollierten. Trotzdem hat sie nie den Tod aller Magier gefordert, weil sie stets an ein friedliches Miteinander geglaubt hat. Ich bezweifle, dass die Kirche der Magie gegenüber ebenso tolerant ist. Nein, die Kirche ist ein unvollkommenes Boot, das vom jeweiligen Steuermann in eine bestimmte Richtung gelenkt wird. Allerdings haben die Templer rebelliert, weil die göttliche Justinia ihnen nicht restriktiv genug war. Vielleicht findet die Inquisition einen besseren Weg. Warum lässt die Kirche ausschließlich Menschenfrauen als Priesterinnen zu? Die offizielle Doktrin besagt, dass Elfen und Zwerge sich stärker als die Menschen vom Erbauer abgewandt haben. Und Männer sind laut des Gesangs anfälliger für Zorn oder Leidenschaft. Tatsächlich war es allerdings nichts weiter als eine politische Entscheidung nach Andrastes Tod. Wie viele unserer Glaubensgrundsätze. Wenn ihr nicht glaubt, dass Andraste diese Einschränkungen wollte, warum habt ihr dann nicht versucht, sie aufzuheben? Hat euch der momentane Zustand der Welt nicht gelehrt, dass es töricht ist, zu viele Schlachten auf einmal zu schlagen? Ich habe beschlossen, meine Macht in den Dienst der Bauern zu stellen, die der orlesianische Adel vergessen hat. Ich dachte mir, wenn wir die Welt erst einmal vor dem Hungertod bewahrt haben, wäre die Zeit reif, die Ungleichheit innerhalb der Kirche anzuprangern. Lebt wohl. Der Erbauer sei mit euch. So, eine Sache haben wir noch. Seid gegrüßt, Herold Andrastes. Und zwar das hier. Kann ich euch oder euren Leuten irgendwie helfen? Meine Heiler brauchen mehr Vorräte. Wir haben angesichts der vielen Verwundeten kaum noch das Nötigste. Zeigt diese Liste Quartiermeisterin Thren. Sie kann uns mit allem versorgen, was wir brauchen. Es ist nur eine kleine Gefälligkeit, doch sie würde meinen Heilern erlauben, viele Leben zu retten. Okay, das war's jetzt aber mit Giselle. Bis zum nächsten Mal. Wie gesagt, ich halte sie für eine sehr anständige, aufgeklärte Frau, die auch relativ offen für verschiedene Meinungen ist. Daher bin ich froh, dass wir sie für die Inquisition ja, nicht rekrutieren konnten, aber dass sie uns unterstützt. Ausgezeichnet. Und ja, das haben wir jetzt gerade schnell erledigt, die Heilkräuter für sie. In der nächsten Folge werden wir, weiß ich noch nicht, was machen. Wir schauen einfach mal. Bis dahin, nochmal einen Blick auf die Bresche werfen. Vielen Dank fürs Zuschauen.
bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.